Wenn du deinen ersten Drachen getötet hast, wird dir angezeigt, dass du zur Drachenkommunion musst. In diesem Video zeige ich dir, wo du die Kirche der Drachenkommunion findest. Bei dieser kannst du das Ritual der Drachenkommunion durchführen, aber wie gesagt, erst nachdem du einen Drachen besiegt hast. Dir stehen am Anfang 3 Fähigkeiten zur Verfügung. Für jede dieser Fähigkeiten musst du ein Drachenherz bezahlen. Einmal das Drachenfeuer, dann die Drachenklaue und der Drachenschlund. Auf der Map befindet sich die Kirche genau hier. Um aber auf die Insel zu kommen, musst du durch die Küstenhöhle. Da ist ein Boss, den musst du besiegen, der ist aber relativ leicht. Und dann kommst du, wie gesagt, hier auf der Insel raus und kannst zu der Kirche der Drachenkommunion. Bedenke bitte auch, dass du das Siegel der Drachenkommunion ebenfalls brauchst. In diesem Video zeige ich dir, wo du es findest. Nun zeige ich dir noch, wie du die Drachenanrufungen wirkst. Du gehst an einen Ort der Gnade, dann auf Zauber lernen, suchst dir einen Slot aus und wählst dann deine Drachenanrufung. Nun drückst du Start, Ausrüstung, dann gehst du zum Beispiel hier auf den zweiten Slot. Hier haben wir die Fingerinsignie für die normalen Anrufungen. Nun wählen wir unser Siegel der Drachenkommunion aus. Jetzt schaut das hier so aus. Dann können wir das mit dem linken Steuerkreuz wechseln. Oben auf dem Steuerkreuz wechseln wir unsere Spells und nun können wir auf L1 unsere Drachenanrufung wirken. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Wir werden auf diesem Kanal noch über 1000 Videos zu Elden Ring produzieren. Wenn du also ein echter Fan des Spiels bist und auch die Platin holen willst, dann abonniere unbedingt den Kanal.